Okay, heute schauen wir uns die Logitech Brio 500 Webcam an. Wir werden uns ihre Standardeinstellungen ansehen, was sie sofort kann und wie wir das Bild optimieren können, um es so gut wie möglich aussehen zu lassen. Also bleiben Sie dran und los geht's. Das ist eine brandneue oder ziemlich neue Kamera von Logitech. Sie können sehen, sie hat einen manuellen und physischen Sichtschutz, damit Sie erkennen können, ob die Kamera eingeschaltet und auf Sie gerichtet ist oder nicht. Das andere, was ziemlich cool ist an der neuen Logitech Brio 500, ist, dass Sie die Kamera schwenken können, damit Sie den richtigen Rahmen bekommen. Sie hat auch einen anderen Befestigungsmechanismus in Bezug auf die Art, wie der Monitor und die Kamera am Monitor befestigt werden. Sie hat eine Art Mehrwinkel-Mehrachsenbefestigung mit Klebematerial hier, das Sie auf die Rückseite des Monitors kleben, damit es fest an seinem Platz sitzt, und das ist so, weil sie eine Neigungshalterung an der Oberseite hat, damit Sie sie nach unten auf Ihren Schreibtisch neigen können, wenn es ist auf Ihrem Monitor, sodass Sie diese Art von Aufnahmen von oben vom Schreibtisch machen können. Eine Sache ist zu beachten, es ist USB-C am Ende. Aber es ist ein festes Kabel auf der Rückseite, und je nachdem, wie weit Ihr Computer von Ihrem Monitor entfernt ist oder wo Sie die Kamera montieren, müssen Sie das auch herausfinden. Sie können die Kamera nicht verwenden oder dort sehen. Schauen wir uns an, wie gut sie sowohl in ihren Standardeinstellungen als auch optimiert funktioniert. Okay, das ist also die Logitech Brio 500 mit allen Standardeinstellungen und dem Standardmikrofon, damit Sie eine Vorstellung davon bekommen, wie sie aussieht und wie sie klingt. Also gut, nach ein bisschen Feinabstimmung konnte ich dieses Bild aus der Logitech Brio 500 herausholen. Lassen Sie mich einfach einige der Einstellungen durchgehen, die ich in Logitech G-Hub vorgenommen habe. Ich glaube, das gefällt mir nicht mit dem Bildschirm hinter mir und vielleicht verwirrt es das Auge, also fokussiere ich es manuell auf meine Augen und hebe im Grunde mit Hilfe von OBS hinein. Außerdem habe ich die Belichtung manuell eingestellt. Ich hatte das Gefühl, dass die Belichtung etwas zu stark auf der heißen Seite war, also schraube ich das jetzt etwas herunter. Was das Sichtfeld angeht, habe ich es bei 90 belassen, weil es sich, glaube ich, um einen Digitalzoom handelt. Ich wollte also keine Auflösung verlieren, wenn ich auf 78 oder 60 Grad gehe, obwohl die Kamera eigentlich ziemlich nah an mir ist, wahrscheinlich ungefähr 45 cm von meinem Kopf entfernt. Also gut, was die Videoeinstellungen angeht, die ich eingestellt habe, habe ich die Helligkeit auf 56 hochgesetzt, der Kontrast liegt bei etwa 70%, die Schärfe bei 54%. Ich habe den Weißabgleich manuell angepasst, die Sättigung ein wenig nach unten auf 47% angepasst und die Anti-Flicker-Einstellungen für die USA auf 60 Hertz belassen. Das andere, was ich gemacht habe, ist ziemlich neu bei OBS, und ich habe das Mikrofon repariert, was ein bisschen zu gut schien. Ich habe den brandneuen OBS 3-Band Equalizer-Filter verwendet, mit dem ich die Tiefentöne im Grunde um 3 Dezibel anheben konnte. Ich denke, es brauchte nur ein bisschen, da dachte ich, der Rest des Stimmumfangs wäre eigentlich ziemlich solide, also habe ich den Rest so gelassen, wie er war. Außerdem habe ich die Art von Standardeinstellungen für den Kompressor in OBS aktiviert, um dort alles zu verändern, und die Rauschunterdrückung aktiviert, nur damit die Rauschunterdrückung für den Fall, dass es Ventilatoren oder andere Raumgeräusche gibt, da ist, um mit dem Mikrofon zu helfen. Das sind also die Feineinstellungen. Ich habe nichts anderes in den Kameraeinstellungen geändert. Ich verwende Filter in OBS, das sind nur die Standardeinstellungen von G-Hub. Also, bevor ich all die verschiedenen Tests mit Software und einigen Einstellungen der Logitech Brio 500 abschließe, habe ich mich auch dazu entschieden, sie durch NVIDIA Broadcast laufen zu lassen, um die Hintergrundunschärfe so gering wie möglich zu halten, damit sie den Bokeh-Effekt hinter mir haben. Es sieht ungefähr wie ein F1.8 Objektiv auf meiner Vollformatkamera oder auch auf meinen APS-C Kameras aus, und auch das ist wieder mit NVIDIA Broadcast. Aus Bildperspektive habe ich das meiste davon in G-Hub eingestellt und das Mikrofon nur ein bisschen in Bezug auf OBS-Einstellungen mit einigen der Standardfilter im brandneuen 3-Band Equalizer-Filter mit nur einer 3 dB Erhöhung am unteren Ende. Also, das war noch einmal die Logitech Brio 500, meine Gesamtbewertung dazu würde ich sagen, es ist eine großartige Kamera, hat wahrscheinlich den besten Weißabgleich und die beste Bildqualität, obwohl sie nicht 4K ist wie viele andere im Logitech-Sortiment, es ist eine Kamera mit 30 Bildern pro Sekunde, wenn Sie also 60 Bilder pro Sekunde suchen,
sollten Sie sich die Logitech Streamcam, aber ich würde sagen, in Bezug auf Dinge wie den Weißabgleich, den Sie mit den Logitech Kameraeinstellungs-Apps sofort einstellen können, und es gibt einige davon, die Sie verwenden können. Für mich ist es im Moment die stärkste der Logitech-Kameras und in dieser Hinsicht, wenn Sie zusätzliche Einstellungen vornehmen, die Sie beispielsweise über OBS für den Ton vornehmen können, wie beim Mikrofon, um ihm ein wenig mehr Tiefen zu geben, und auch NVIDIA-Broadcasts, um diese Hintergrundunschärfe und den Bokeh-Effekt zu erzielen, wie Sie ihn jetzt mit meiner Vollformatkamera mit f1.8 Objektiv sehen, können Sie all das zusätzlich tun, wissen Sie, was im Grunde eine ziemlich solide Kamera ist. Außerdem ist sie aus recycelten Materialien hergestellt, also ist sie auch aus dieser Perspektive großartig in Bezug auf die CO2-Neutralität und wissen Sie, was den Preis angeht. Es liegt bei etwa $129, ich konnte meine für etwa $70 finden, aber ich denke, aus preislicher Sicht würde ich sagen, dass sie für das, was sie bietet, ein wenig hoch ist. Es ist eine 1080p-Kamera, aber Sie können sie nach unten neigen und auf Ihren Schreibtisch schauen und sie hat eine bessere Halterung. Die eingebauten Mikrofone der Kamera gehören wahrscheinlich zu den besten, die heute für Webcams erhältlich sind. Sie ist den empfohlenen Preis von $130 auf jeden Fall fast wert, aber ich würde sagen, warten Sie darauf, dass der Preis mit der Zeit etwas sinkt und wenn Sie ein Angebot im Preisbereich von $70 bis $90 sehen, ist es das meiner Meinung nach durchaus wert. Wahrscheinlich ist sie immer noch $130 wert, allein angesichts der Mikrofonqualität. Hoffentlich hilft Ihnen dies also bei der Fernarbeit oder einigen Ihrer Streaming-Aktivitäten. Es hilft Ihnen auch bei Ihren zukünftigen Webcam-Käufen. Wenn Ihnen das Video gefällt, klicken Sie unbedingt auf Gefällt mir und abonnieren Sie meinen Kanal, falls Sie das noch nicht getan haben. Und wie immer vielen Dank fürs Anschauen.